Verratet es ihr nicht. Sie hat mich umgehauen. Ihre Stimme ist der Wahnsinn. Als ich von Christina Aguilera gesprochen habe, meinte ich, dass sie diese abgefahrenen Melodien singen kann. Und ich dachte mir, ich weiß noch nicht mal, wie man so etwas hinbekommt. Sie hatte auf einmal dieses Gefühl, oh, ich bin hier, um genau das hier zu tun. Das ist eine tolle Erfahrung, wenn du das bemerkst. Ich denke, es ist so schön zu sehen, wie jemand einfach das tut, was er tun sollte, wozu er geboren ist, und das mit einer Leichtigkeit. Wir haben da hinten am Text gearbeitet. Und ich habe den Blick ihrer Augen gesehen, den ich vorher auch in meinen Augen hatte. Diesen Geistesblitz, den sie hatte. Und ich wusste, dass sie eine geniale Idee hat. Sie sprach von einem Wechsel, damit es ein Dialog wird, eine Unterhaltung zwischen zwei Menschen. Plötzlich gab es da Platz für mich in dem Song. Ich erzähle jetzt, wie die Geschichte aus der Sicht eines Mannes aussieht. Ich gehe heute nach Hause und habe auch etwas über meine eigenen Stärken und Schwächen erfahren. Zu Hause werde ich vielleicht noch an meinem Timing arbeiten. Sie hat ein sehr gutes Gefühl dafür. Sie weiß einfach, wann der Einsatz da sein muss. Okay, sagen wir mal, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn sie gewinnen sollte, wäre das großartig. Und sie wird sich denken, wir haben einen großartigen Song geschrieben und wir haben gewonnen und sie wird ihren Weg weitergehen. Falls sie verlieren sollte, dann wäre das vielleicht sogar besser für sie, weil sie dann zurückschauen würde und sagen würde, was kann ich noch besser machen? Was kann ich verändern? Wie kann ich an mir arbeiten? Und dadurch wird sie eine bessere Songwriterin. Deshalb hoffe ich, dass sie gewinnt, sich aber fühlt, als hätte sie verloren. Macht das Sinn? Einfach um als Songwriterin besser zu werden, darum geht es. Es geht nicht um eine Trophäe, es geht darum, ein wirklich guter Songwriter zu sein.